Also wo wir hier stehen unter der Kuppel mit dem Sternenhimmel, dieser Teil bis hierher, das war der erste Teil. Und dann war die Synagoge zu klein. 15 Jahre später hat man 1892 sie zum Längsbau erweitert. Der Basler Eduard Selig ist stolz auf die prächtige Synagoge im byzantinischen Stil. Eduard Selig ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund, der Dachorganisation für die jüdischen Interessen in dem Alpenland, und schreibt als Buchautor über die Geschichte und die Religion der Juden in der Schweiz. Dieser Toravorhang, der ist aus dem Jahr der Einweihung der Synagoge. Sie sehen die Krone, also ein Priesterhut für die Tora. Dann sehen Sie die Symbole für die drei Pilgerfeste, Ostern, Pesach, das ist die Gerste, dann die Shavuot, Wochenfest, Pfingsten, das sind die Blumen auf dem Berg Sinai, bei der Toragebung, 10 Gebote, und dort rechts ein Palmwedel, Zitrone, für das Laubhüttenfest, das Sukkotfest. Hinter einem prächtigen Vorhang befindet sich das Heiligste der Synagoge. Etwa ein Dutzend reich verzierter Torarollen in verschiedenen Größen und von unterschiedlichem Alter. Da sehen Sie jetzt diese Rollen mit den 5 Mosesbüchern. Das ist eine alte Rolle, also alt, vielleicht 50 Jahre. Sie sehen auch, damals haben die Rollen so groß gemacht. Und das sind jetzt neuere Rollen. Also heute macht man sie kleiner, weil es auch schwer ist, so eine große Rolle zu heben. Wenn man die große Synagoge verlässt, gelangt man an einem Brunnen vorbei zur Bibliothek der jüdischen Gemeinde, die von Eduard Selig geleitet wird. Die Juden sind in Basel gut integriert. Wir haben ein gutes Verhältnis zur Basler Regierung. Es war auch einmal ein Mitglied unserer Gemeinde, Ralf Lewin, Regierungsrat. Wir haben immer wieder mal jüdische Parlamentarier. Einer der Regierungsräte war früher Trainer bei einem jüdischen Sportclub. So entstehen Freundschaften. Aber wenn jetzt keine Juden mehr in Basel leben würden, was vielleicht mal möglich ist, dann würde ein Farbtupfer fehlen hier. Heute leben rund 1200 Juden in Basel. Sie schicken ihre Kinder in jüdische Kindergärten und auf jüdische Schulen. Es gibt auch ein jüdisches Altersheim, einen jüdischen Friedhof, 2 koschere Restaurants und einige Läden mit koscheren Lebensmitteln. Aber die jüdische Gemeinde schrumpft. Viele ziehen weg von Basel, nach Zürich oder in die USA, andere gehen nach Israel. Mit einem besonderen Bildungs- und Arbeitsangebot versucht die kleine jüdische Gemeinde in Basel, junge Menschen in die Wirtschaftsmetropole am Rhein zu holen. Ein paar Straßen von der Synagoge entfernt liegt das Jüdische Museum der Schweiz. Im Hof sind zahlreiche Grabsteine aufgestellt. Gabi Knochmund, die Direktorin des Jüdischen Museums, erklärt warum. Es sind auch mit die ältesten Grabsteine, die es in der Schweiz erhalten gibt. Wir haben Grabsteine von Frauen, wir haben Grabsteine von Männern. Und man hat die hier ganz in der Nähe vom Museum gefunden, nämlich auf dem Gebiet der heutigen Universität, die keine 100 Meter vom Museum weg ist. 1222 ist der älteste dieser Grabstein. In diesem Jahr beginnt auch die Siedlungsgeschichte der Juden in der Schweiz. Die Juden wurden damals mit offenen Armen empfangen. Man brauchte sie als Kapitalgeber. Im Gegensatz zur christlichen Bevölkerung durften die Juden Geld verleihen. Und Geld brauchte der damalige Basler Bischof für ein kostspieliges Projekt. Er ließ eine Brücke über den Rhein bauen, mit jüdischem Geld. Die jüdische Gemeinde erlebte rund 100 friedliche Jahre in Basel. Es gab eine Synagoge und eine Mikwe, ein rituelles Tauchbad. Als im Jahr 1348 die Pest in Basel wütete, da gab man den Juden dafür die Schuld. Bei einem Pogrom kamen fast alle Juden in Basel um. Auf diese Weise hatte man sich auch gleichzeitig seiner Gläubiger entledigt und musste das geliehene Geld nicht zurückzahlen. Erst 1805 zogen dann wieder Juden in so großer Zahl nach Basel, dass man von einer dauerhaften neuen jüdischen Besiedlung sprechen kann. Einen historischen Höhepunkt für das Judentum insgesamt erlebte Basel dann Ende des 19. Jahrhunderts.
Diesem Ereignis widmet das Museum eine eigene Ausstellung. Der erste Zionistenkongress, das heißt eine Versammlung aller am Zionismus interessierten Personen, hat 1897 in Basel stattgefunden. Und wir haben hier ein Plakat, da sieht man noch einmal, wann dieser Kongress war. Und wir sehen die Teilnehmer, die aus ganz Europa gekommen sind, mit Herzl in der Mitte. Und wir haben hier dann auch diese programmatische Schrift von Herzl über den Judenstaat. Und man hat dann auch die Aussage, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Sakrale Kunst, Torarollen, zeithistorische Dokumente, Gegenstände des Alltags und ständig wechselnde Sonderausstellungen geben einen Einblick in die lange Geschichte jüdischen Lebens in Basel. Für die jüdischen Besucher sind die Objekte des Museums eine Reise in die eigene Religionsgeschichte. Für Nichtjuden ist es eine Begegnung mit einer bis dahin oftmals unbekannten Welt. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe. Das ist auch immer sehr gut für alle Schulklassen, die heute ja auch sehr viel gemischter sind. Auch Kinder, die keine Religion haben, die völlig säkular aufwachsen. Oder die muslimisch sind, die Hindu, buddhistisch. Für sie ist es auch interessant zu sehen, wie eine andere Minderheit lebt und wie diese Minderheit eigentlich sehr gut in die allgemeine Gesellschaft integriert ist. Zu sehen, wie geht eine solche Integration, ohne die eigene Kultur völlig aufzugeben.